Herzlich willkommen live vom Customer Experience Forum in Köln. Wir sprechen jetzt gleich mit der Digitaloptimistin Frau Prof. Dr. Elisabeth Heinemann. Wir starten direkt mit einer Frage zum Vortrag eben. Der moderne Kunde hat die Macht. Warum? Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf, Herr Stahlmann. Ja, natürlich hat er die Macht, weil er kann heutzutage aufgrund des Zugangs zum Internet und damit zu Foren, zu Facebook-Seiten, zu Twitter-Accounts etc. pp. Sich so unwahrscheinlich viele Informationen ranholen, bevor er die Entscheidung trifft, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder eben ein Produkt zu kaufen, dass wir da an vielen Stellen als Unternehmen agieren müssen, um ihn auch wohlwollend zu beeinflussen. Die mobilen Endgeräte haben ja irgendwie den ganzen Markt total verändert und unsere Gewohnheiten, wie wir agieren damit. Wie kann man das auch so mit ein bisschen Hinblick auf die Customer Experience ein bisschen näher benennen? Das ist zum einen, dass wir natürlich sofort auf alles an Informationen zugreifen können, woran wir interessiert sind. Wir haben unser Smartphone dabei, wenn wir Internet haben, können wir sofort gucken, vor einem Schuhladen stehend, oh, was für ein paar tolle Schuhe, gibt es die vielleicht bei dem bekannten Online-Schuhladen auch, kann ich sofort gucken und wenn ich dann feststelle, oh, dort sind sie gerade 30% runtergesetzt, dann gehe ich natürlich nicht in den Laden und kaufe sie dort, sondern der Point of Interest wird zu meinem Point of Sales, das heißt jetzt und hier kaufe ich sofort per mobilem Endgerät diese paar Schuhe und habe auch noch gespart und kann anschließend auch noch verfolgen mit meiner entsprechenden App des Transportdienstleisters, wann sie kommt, ob ich zu Hause bin oder irgendwelche Nachbarn oder Packstationen beauftragen muss. Chance oder Risiko für die deutschen Unternehmen? Beides, denke ich. Also natürlich stecken Risiken drin, weil der Kunde jetzt, das ist ja ein uraltes Thema, das haben wir ja schon seit vielen Jahren, weil der Kunde jetzt natürlich anfängt, die Online Shops und Online-Angebote viel mehr zu nutzen, als dass er tatsächlich in analoge Läden in der Stadt geht. Andererseits natürlich auch für Chance für viele Unternehmen, auch für Einzelhändler, zu gucken, wie können wir uns im Zuge dieser digitalen Transformation neu positionieren. Weil eins ist klar, das Internet geht nicht mehr weg und wir müssen irgendwie gucken, dass wir damit bestmöglich zustande kommen oder zurechtkommen. Und als Einzelhändler kann ich mir jetzt überlegen, was in meinen Prozessen, in meinem Angebot, in meinem Portfolio kann ich digital so unterstützen, dass der Kunde doch zu mir geht oder meine Angebote nutzt? Vielleicht gibt es die Möglichkeit, eine App anzubieten, die dem Kunden einen bestimmten Mehrwert bietet. Also ich nutze im Augenblick zum Beispiel eine App, die mich daran erinnert, dass ich über den Tag hinweg mehr Wasser trinke, weil typisch Frau, ich trinke nicht so wahnsinnig viel. Und die ist gesponsert von einem Mineralwasserhersteller. Da steht das Logo die ganze Zeit da, ich sehe es die ganze Zeit, das heißt, das Branding verinnerlicht sich und tatsächlich, es ist nicht gerade ungünstig dafür, ob ich das dann im Laden auch kaufe oder nicht. Also das ist eine Chance. Andererseits kann ich natürlich auch schauen, mein analoges Geschäft, gibt es die Möglichkeit dazu, ein digitales Geschäft parallel laufen zu lassen, durch einen Online-Shop, durch irgendwelche anderen Geschichten, die mein analoges Geschäft unterstützen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, die digitalen Kanäle, über denen ich tatsächlich mein regionales Geschäft promote, gut zu pflegen und zu bespielen. Also die ganzen sozialen Medien, auch solche Dinge wie Location-Based Services zu nutzen. Also wenn jemand in meiner Nähe erkennbar über sein Smartphone eincheckt, dass der dann von mir auch eine Werbung hochploppen hat auf seinem Smartphone, komm doch mal bei mir in der Ecke vorbei, kriegst du 10% Rabatt auf die roten Schuhe, die da in der Ecke stehen. Also solche Geschichten, es ist viel Möglichkeit da, aber wir müssen uns als Einzelhändler, als mittelständisches Unternehmen etc., müssen wir uns natürlich auch drum kümmern und strategisch gucken, was macht für uns Sinn, wo biete ich meinem Kunden einen Mehrwert und generiere natürlich am Ende des Tages dann auch für mich einen Mehrwert. Der große Bogen zum Silicon Valley. In Deutschland hört man immer mal wieder, es wird bemängelt, dass es ein bisschen der Strahlkraft und der Innovationskraft eines Silicon Valleys in Amerika zum Beispiel mangelt. Aber brauchen wir das überhaupt in Deutschland? Ehrlich gesagt glaube ich es gar nicht, weil wir haben was ganz anderes zu bieten und das wird uns die nächsten Jahre auch, denke ich mal, sehr weit nach vorne bringen und zu einem der Global Player auf dem Gebiet machen. Und da bin ich nicht alleine, die das sagt. Und das ist das Stichwort Internet der Dinge. Also die Verknüpfung von Alltagsgegenständen, die als Mini- oder Kleinstcomputer nicht nur mit uns Menschen interagieren, sondern auch miteinander agieren.
Klar, in Medien sieht man immer wieder der Kühlschrank, der automatisch liest, ob die Milch sauer ist, der Ficus Benjamini, der einen Gießsensor hat und meckert, wenn er nicht gegossen wird und. Oder die Smartwatches, mit denen wir schauen, dass wir uns auch tatsächlich sportlich betätigen. Zurück zu der Frage. Tatsächlich sind diese ganzen Techniken und Technologien, die dahinter stecken, also Sensortechnik etc., etwas, wo wir, Stichwort deutsche Ingenieurskunst, unwahrscheinlich viel Potenzial haben und auch die nächsten Jahre ausschöpfen werden können. Das heißt, vielleicht sind wir kein Silicon Valley in dem Bereich Software für Endkunden, sondern tatsächlich oder Anwendungen für Endkunden wie jetzt Facebook und Gedöns, da werden wir nicht mehr reinschlagen in die Kerbe, aber tatsächlich in diesem Bereich für Industrien, also diese Internet der Dinge, Robotik und solche Geschichten. Da gibt es schon Hidden Champions im Schwarzwald, von denen keiner weiß, die aber ganz entscheidende Treiber sind in diesen Bereichen. Und da ist unsere Chance. Super, ich bedanke mich für diese Einblicke in die Sichtweisen und nachvollziehbaren Erzählungen oder Vorausblicke vor allen Dingen. Und wünsche noch einen schönen Tag in Köln und hoffentlich bis bald mal wieder. Herzlichen Dank, gleiches für Sie. Tschüss.